So, und wir sind zurück zu Uncharted und dürfen nicht gefunden werden, beziehungsweise entdeckt werden. Das liegt nämlich auf der anderen Seite. Und wie Drake schon sagte, ist es wichtig, dass wir auf keinen Fall entdeckt werden. Okay, muss ich also schleichen, wenn ich unten ankomme? Sullivan ist entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Okay, da ist also mein Ziel. Wo sind denn die jetzt? Ich sehe die gerade so schlecht. Okay, ich sollte also nicht entdeckt werden, wenn ich da runtergehe. Na bitte. Das kann ja echt was werden. Wie soll ich das denn anstellen? Okay, ich gehe mal weiter. Okay, da vorne ist mein Ziel. Diese Kapelle oder so. Ach Scheiße, war ja klar. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da durchkommen? Moment mal, Präzisionsgewehr? Das kann ja bloß heißen, dass ich mich irgendwie... Ja, ich muss wahrscheinlich mit dem Snipergewehr arbeiten. Am besten noch so hier versteckt. Geht das überhaupt? Aber das würde man doch eigentlich hören, denn... Das würde man eigentlich hören. Sind bestimmt welche. Erstmal versuchen, ihn wegzumachen. Okay. Jetzt alarmiert die also. Ist ja auch klar. Ich hab zu lange gezögert, scheiße. Ich sehe ihn da hinten. Also Snipern mache ich ganz gerne. Ach, um Himmels Willen. So, du bist schon mal gar nicht nice. Toll, ich verfehl mit Scharfschützengewehr. Oh toll, noch so ein Typ. Ach du Scheiße, die kommen hier hoch. Ach, da hinten ist er mit seinem Visier. Komm raus. Komm raus, du Feigling.
Gut, so viel zum Thema unbemerkt. Okay, komm mal. Da kommen bestimmt noch mehr von diesen Typen. Wenn ich mir das Schlachtfeld so angucke. Das war bestimmt noch nicht alles. Das war bestimmt noch nicht alles. Okay, da oben muss ich hin. Da unten bin ich mein Tod. Ich trau den Frieden nicht, es ist viel zu ruhig hier. Na, sag ich ja. Hab ich doch gewusst, dass es nicht alles war. Das ist doch ein schlechter Scherz. Nein, Drake, leider nicht. Okay, Rückzug. Woanders verschanzen. Oh Mann, schwer Pumpgun-Typen, wie ich sie hasse. Ja, natürlich müssen die Pumpgun-Typen wieder voll aufdrehen. Ich gehe mal zu meiner Lieblingsposition zurück. Die kommen bestimmt. Ja, die kommen hier hoch. Okay, na, komm hoch. Komm rauf. Komm rauf, ich warte. Zack. Wow, noch einer. Okay, viele kommen jetzt dann noch. Pumpgun-Typ. Nicht mit mir, Freundchen. Na bitte. Nicht mit mir, Freundchen. So, was ist jetzt bitte? Letzter Gegner? Haben nicht so langsam genug von diesen Pumpgun-Typen. Aber ich weiß, das war nicht der letzte. Aber ich weiß auch, Leute, dass wir vorankommen. Und das gefällt mir. Okay. Komme ich irgendwo hin, wenn ich mich hier so entlang bewege? Offensichtlich nicht. Obwohl, so langsam können mir die Schätze ein bisschen egal sein. Ich nehme jetzt einfach nur mit, was ich finde. Weil ich habe sowieso schon tausende von Schätzen übersehen. Und ja. Mir geht es einfach nur darum, das Spiel durchzubekommen, ganz in Ruhe. Und ja. Mehr ist mir nicht wichtig. Hey. Hey. Ich wusste, dass du schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Okay. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Okay, wir haben einen Kelch, zwei Pfeile, einen Buch, einen Anker, eine Krone, Schlange und eine Muschel. Oh Mann, Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet. Das heißt, ich muss wahrscheinlich die Kombination richtig eingeben. Würde ich mal so vermuten.
sicher, dass wir hier richtig sind? Moment mal, ich kann die drehen. Die Pfeilspitzen zeigen nach oben. Der Kelch zeigt auch nach oben. Aber das kann's nicht sein. Nee, ich glaube, das kannst du auch nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht die richtige Lösung, wie ich denke. Was muss mit den Kombinationen zu tun haben? Ja, das sind die ganzen Zeichen. Nur ist die Frage, was bringt mir das? Die Muschel zeigt nach unten und die Pfeile zeigen nach oben. Setz mal den Kelch auch nach oben. Ich habe keinen Plan, ob das was bringt. So, wo ist das Buch? Da ist das Buch. Okay, das Buch ist im Prinzip schon richtig. Die Krone steht aber auch schon richtig. Der Schlangenkopf zeigt nach da. Okay. Es war anscheinend richtig. Okay. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte! Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh, oh. Oh, Mist. Was ist das denn? Sally, los, raus da! Was? Das ist eine Falle! Sullivan, alles okay? Sally! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Okay, wir sind im Grab gefangen, Kapitel 16. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Schatzlager. Uiuiui, wir sind ganz nah am Schatz dran. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Da hast du recht. Sieht aber verdammt geil aus. Das frage ich mich auch gerade. Okay, Drake hat was gemerkt. Oder gesehen. Gut, okay. Da geht's schon mal nicht lang. Der Sprung ist wohl zu weit. Aber es hat gespeichert. Aber auch klar, ist auch ein neues Kapitel. Ich finde, die Kapitel sind angemessen kurz. Oder etwas kurz, würde ich ja sagen. Warte mal.
Okay, da ist so ein Zeichen. Select. In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. Römische Zahlen 2, 4 und 5. Ich ahne schon, ich muss wahrscheinlich die Kombination aktivieren, oder? Ich finde die Rätsel in Uncharted 1 sind irgendwie... Ja, die sind sehr verständlich gestaltet. Oh, hier war ein Schatz. Okay, wir müssen die 2 finden. Aber wo ist hier die 2? Und vor allem, was machen wir, wenn wir 2 gefunden haben? Wofür stehen? Ich habe mich total verirrt. Ja, das glaube ich dir. Aber wofür stehen die Bodenplatten? Moment mal. Was okay. War das? Das Spiel scheint mir zu sagen, geh da oben hin. Dann gehen wir doch mal da oben hin. Das ist echt verwirrend hier. Vor allem so das groß. Muss für irgendwas gut sein. Okay, hier ist die 2. Ist das so ein Hinweis? Es tut sich was. Nate, was tust du da? Unten bewegt sich plötzlich etwas. Okay, auf zur nächsten römischen Zahl. Okay, ich sehe sie gerade leider nicht. Ist bestimmt da hoch, oder? Immer schön klettern. Das Blöde ist, ich kann jetzt nicht abgleichen, was die zweite Zahl war. Oder Moment mal, doch, ich glaube, die war das. Das ist wie so eine Art Pfad hier gemacht. Och man. Musst du daneben springen? Okay, Checkpoint. Das ist fair. Ja, würde sagen, eine Zahl machen wir noch, wenn ich es hinbekomme. Dürfte ich eigentlich. Okay, ich muss den Zeichen folgen. Die Zeichen werden mir schon den Weg weisen. Und warum springst du eigentlich nicht auf die Treppe? Sondern irgendwie sonst wohin. Ach, Drake. Warum machst du das? Das habe ich dir nicht gesagt. Aber der Weg ist falsch, weil... Oder... Es ist doch... Nee. Es ist der richtige... Ach, komm, ich... Ja... Ich habe die Kette anvisiert, aber irgendwie hat sich Drake gedacht, nein. Hast du nicht.
Ich muss aber sagen, das Spiel ist sehr großzügig und sagt sich, der ist gerade ein bisschen oft gestorben. Geben wir doch mal einen Tipp, wie er vielleicht weiterkommen könnte. Da ist das Spiel ziemlich großzügig, was Tipps angeht. Und vor allem nett. Ja, warum nicht gleich so? Sally, hörst du mich? Verdammt, nichts. Es ist doch irgendwas schiefgelaufen bei Sally da oben. Wow, jetzt wird's schon kniffliger. Na, aber klar, dass es so einfach nicht geht. Und wir fangen hier wieder an. Aber Leute, ich würde sagen, diesen tollen Parcours, dem widmen wir uns dann beim nächsten Mal von Uncharted Drake Schicksal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.